Sanft wiegen sich die Blätter riesiger Urwaldbäume im tropisch warmen Wind. Das saftig grüne Gras der Steppe wogt und die Wellen eines kleinen Sees glitzern im Sonnenlicht. Ein traumhaftes Paradies. Und mittendrin Marty das Zebra. Glücklich schwingt er sich an einer Liane durch die Luft und wird jäh aus seinem Traum gerissen. Überraschung! Alex, der Löwe, holt Marty auf den harten Boden der Wirklichkeit zurück. Genau genommen auf den Boden eines Zoogeheges. Und dieser Zoo liegt im Central Park von New York. Benommen schaut Marty sich um. Der Urwald ist verschwunden. Stattdessen ragen Hochhäuser aus Beton und Glas in den Himmel empor. Nur ein buntes Mosaik, das die Zoomauer schmückt, erinnert noch an Martys Traum. Alex! Stör mich nicht, wenn ich träume. Du weißt doch. Wirkt das Zebra wie benommen, darfst du ihm nicht zu nahe kommen. Ach komm schon, Marty. Ich wollte nur zum Geburtstag gratulieren. Hey, Mann, dank dir. 10 Jahre alt, hä? Ein Jahrzehnt. Zweistellig. Eine große 1 und eine 0. Der Löwe Alex ist Martys bester Freund. Ihre Gehege liegen schließlich direkt nebeneinander. Und als bester Freund hat Alex natürlich ein Geschenk mitgebracht. Eine Schneekugel. Und in der Schneekugel ist der Star des Zoos. Natürlich Alex. Nicht schlecht, was? Wo gibt's denn sowas? Das schneit ja richtig. Gefällt's dir nicht? Doch, doch, das ist ein Hammer. Du freust dich nicht? Ach, ich hätte dir den Alex-Wecker schenken sollen. Nein, nein, das Geschenk ist super. Ehrlich. Aber jetzt ist schon wieder ein Jahr ins Land gegangen und ich mach immer noch dasselbe. Mal stehe ich hier, dann gehe ich darüber, fress eine Runde Gras und chill den ganzen Tag in der Sonne. Du brauchst mal eine Abwechslung von deinem langweiligen Alltag. Bloß wie? Komm aus deinem Trott raus. Trau dich. Wer weiß, was alles passiert. Dir wird schon was einfallen. Improvisiere. Locker vom Hocker. Immer aus der Hüfte. Bum, bum, bum. Ehrlich? Frisch gewagt ist halb gewonnen. Frisch gewagt? Verstehe. Ja, das kriege ich hin. Ich lebe nur so. Der Central Park Zoo ist offen. Da kommen die Menschen, Marty. Oh, ich liebe die Menschen. Jetzt können wir wieder Menschen angucken. Juhu! Voller Tatendrang springt Alex ins Nachbargehege, wo Gloria, das Flusspferd, in ihrem Wasserbassin schläft. Aufstehen, Gloria! Aufstehen mit Gebrüll! Wir haben geöffnet! Welcher Tag ist heute? Es ist Freitag! Klassenfahrt! Die Schüler haben Wandertag! Auf geht's! Langweilig wie immer! Noch 10 Minütchen! Alex ist nicht zu bremsen. Komm schon! Mit einem Satz hüpft er rüber zur Giraffe. Melman, 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 Melman. Genug geschnarcht, raus aus den Federn! Vorsichtig schiebt Melman seinen langen Giraffenhals ins Freie. Ich muss mich krank melden. Was? Ich habe einen neuen braunen Fleck auf meiner Schulter entdeckt, genau hier. Siehst du? Ein dicker, fetter, brauner Fleck. Melman, du weißt, dass du dir das einbildest, hm? Für Diskussionen ist jetzt keine Zeit mehr. Die ersten Besucher kommen schon. Und Alex muss sich jetzt dringend auf seinen Auftritt vorbereiten. Ladies und Gentlemen, Kinder aller Altersstufen. Zeig ihnen, wer hier hip ist. Der hip ist. Alex, der Löwe. Jetzt ist Showtime. Der Löwe springt auf einen Felsen, posiert wie ein Bodybuilder, schüttelt seine Mähne und... Die Menge ist begeistert. Ja, Alex ist wirklich der Star des Zoos und er genießt es. Danke sehr, vielen Dank. Ihr wart ein tolles Publikum. Auch ihr habt einen Applaus verdient. Ha? Danke, danke. Oh, womit habe ich das nur verdient? Aber nicht alle fühlen sich hier so wohl wie Alex. 4 Pinguine wollen raus aus dem Zoo. Seit Tagen arbeiten sie an einem Tunnel in die Freiheit. Das darf natürlich nicht auffallen, deshalb gräbt nur einer von ihnen. Die anderen lenken die Besucher ab. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Skipper, der Boss der Pinguine, schiebt vorsichtig die Fischschüssel zur Seite, die den Tunneleingang verdeckt. Kowalski, Zwischenbericht! Bis zur Kanalisation sind es noch 150 Meter. Und die schlechte Nachricht? Unsere letzte Schaufel ist abgebrochen. Tja, die Arbeit ist mühsam. Vor allem, wenn man nur Plastiklöffel zum Graben hat. Rico, du gehst auf Müllpatrouille. Wir brauchen Schaufeln und treib noch ein paar Eisstiele auf. Der Schacht darf nicht nochmal einstürzen. Und ich, Skipper? Du schaust einfach nur süß und knuddelig rein, Private. Heute verpfeifen wir uns aus dieser Bruchbude.
Damit müssen sie allerdings bis zum Abend warten. Klar. Aber endlich ist es soweit. Die Besucher verlassen den Zoo. Marty winkt ihnen fröhlich nach. So, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Danke für Ihren Besuch. Hoffentlich war's cool und erfrischend. Ich bin noch die ganze Woche hier, um genau zu sein, den Rest meines Lebens. 365 Tage im Jahr, auch wenn's abends dunkel ist. So wie an Weihnachten, Chanukka, Halloween und Kwanzaa. Und tut mir einen Gefallen, lasst eure Haustiere weder sterilisieren noch kastrieren. Eigentlich geht es den Tieren hier im Central Park Zoo richtig gut. Und nach getaner Arbeit kommt das Verwöhn- und Pflegeprogramm. Gloria erhält eine Wassermassage. Das nenne ich Dolce Vita. Alex wird von den Tierpflegern geföhnt und gestriegelt. Martys Hufe werden poliert. Und Melman bekommt eine medizinische Grundbehandlung. Natürlich mit Akupunktur. Genau das ist die Stelle. Oh, einfach himmlisch. Ja, so lässt es sich leben. Vor allem, da auch die Verpflegung stimmt. Marty genießt das frische Gras, als direkt vor seiner Nase der Rasen aufbricht und Skipper seinen Pinguinschnabel aus dem Erdloch streckt. Du, Vierbeiner, sprechen Sie German? Na klar spreche ich. Auf welchem Kontinent sind wir hier? Manhattan. Verflixt und zugenäht. Wir sind immer noch in New York. Aktion abbrechen. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Hey, ihr da im Smoking. Augenblick mal. Was treibt ihr eigentlich für ein Spiel? Wir graben uns durch bis zur Antarktis. Und wohin? Kannst du ein Geheimnis bewahren, mein monochromer Freund? Hast du in New York schon mal Pinguine in freier Wildbahn gesehen? Natürlich nicht. Wir gehören nicht hierher. Und deshalb entfliehen wir in die unermesslichen Weiten der Antarktis. In die Wildnis. Wildnis? Was? Da kann man tatsächlich hin? Klingt ja toll. Hey, wartet mal! Wo ist dieser Ort? Du hast nicht das Geringste gesehen. Stimmt's? Ja, Sir. Verzeihung. Nein, Sir. Skipper verschwindet mit seinen Pinguinen in den unendlichen Tiefen des Rasens. Es kehrt Ruhe ein. Auch die Pfleger verlassen den Zoo. Darauf haben Martys Freunde gewartet. Jetzt wird Geburtstag gefeiert. Marty hat heute Geburtstag. Mach's auf, pack's aus. Was ist es? Was ist da drin? Schon, mach's auf. Yeah! Was ist das? Ein Thermometer. Danke. Finde ich toll, Melman. Einfach riesig. Ja, ich wollte dir was Persönliches schenken. Weißt du, das war mein allererstes Rektalthermometer. Ach du Scheiße. Okay, das Ding wird mir fehlen. Nimm die Torte. Melman, es geht los. Stolz überreichen die Freunde Marty eine Geburtstagstorte. Sie ist ein wenig schief, hat aber eine große, brennende Kerze. Und das ist ja das Wichtigste. Also ich muss schon sagen, ich werde ja gleich ganz rot, wenn ihr es nicht werdet. Was fasselst du da? Wir haben die ganze Woche dran gearbeitet. Jetzt kannst du dir was wünschen, Mäuschen. Na, was hast du dir gewünscht? Nein, darf ich nicht verraten. Na komm schon, raus damit. Nein, Monsieur, darf ich nicht. Das bringt nämlich Pech. Wenn ihr alle Pech haben wollt, plaudere ich es aus. Aber wenn ihr wollt, dass euch nichts passiert... Oh, Herrgottchen, Marty, jetzt sag's uns schon. Jetzt mal ohne Witz, was soll passieren? Na gut, ich hab mir gewünscht, draußen in der Wildnis zu leben. In der Wildnis? Bist du verrückt? Das ist die dämlichste Idee, die ich je gehört habe. Das ist unhygienisch. Die Pinguine gehen auch. Warum sollte ich hier bleiben? Die Pinguine sind Psychopathen. Komm schon, stell dich das mal vor, in der Natur zu sein. Zurück zu den Wurzeln, frische Luft, endlose Weiten. Ich habe gehört, in Connecticut soll es auch endlose Weiten geben. In Connecticut? Ja, wir müssten nur zur Grand Central Station gehen und von dort aus nehmen wir die Metro. Rauf in Richtung Norden. Das heißt, man könnte den Zug nehmen. Also rein hypothetisch. Marty, komm schon. Was hätte Connecticut uns schon zu bieten? Zeckenbisse. Danke, Merman. Nein, wirklich. Stört es euch denn gar nicht, dass ihr nicht die geringste Ahnung habt vom Leben außerhalb dieses Zoos? Nein. Mm-mm. Also, mal ehrlich, wir sollten das Thema nicht auswälzen. Danke, Leute. Danke für die Party. War cool. Mega scharf. Mit hängendem Kopf trottet das Zebra davon und seine Freunde schauen ihm verwirrt und ein bisschen ratlos hinterher. Warum ist denn der so angefressen? Vielleicht solltest du feinfühliger mit ihm sein, Alex. Geh rüber und munter ihn ein bisschen auf. Hey, ich hab ihm schon die Schneekugel geschenkt. Die ist nicht mehr zu toppen. Oh, Alex, komm schon, er ist dein bester Freund. Schon gut, hast ja recht. Okay. Während Gloria und Melman müde die Augen schließen, macht es sich Alex auf Martys Mauer bequem.
Verträumt schaut er in den nächtlichen Himmel. Was für ein Tag. Ich meine ganz ehrlich, das kannst du mir glauben. Besser geht's wirklich nicht mehr, hundertprozentig. Hab mich geirrt. Sogar ein Stern lässt sich blicken. Einen solchen Stern wirst du in der Wildnis niemals finden. Ist ein Hubschrauber. Marty, Kumpel, hör zu. Das geht doch jedem so, dass man irgendwann mal denkt, das Gras wäre woanders grüner. Alex, sieh mich an. Ich bin 10 Jahre alt, die Hälfte meines Lebens ist vorüber. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich schwarz bin und weiße Streifen habe oder ob ich weiß bin mit schwarzen Streifen. Und was hast du jetzt vor? Willst du ganz allein in die Wildnis abhauen? Nein. Gut. Du kommst mit. Na los. Was? Die Wildnis. Komm schon, du und ich zusammen. Locke die Fifth Avenue runter bis zur Grand Central Station. Dann schnappen wir uns die Metro Richtung Norden. Und morgen früh sind wir wieder zurück. Das kriegt kein Mensch mit. Das ist ein Scherz, oder? Ja, das war ein Scherz. Natürlich war das ein Scherz. Was denn sonst? Als würden wir uns in die Metro setzen. Mach sowas nicht nochmal. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Ist gebonkt. Dann hau ich mich auch in die Falle. Ja, ich auch. Ich muss meine Stimme schonen. Für morgen. Da ist Seniorentag, weißt du? Da muss ich besonders laut brüllen. Du verstehst, was ich meine. Gute Nacht, Eliel. Zufrieden trottet Alex zu seinem Felsgehege, schmeißt sich unter seine Wärmelampe und schläft augenblicklich ein. Komm her, mein kleiner Liebling. Natürlich träumt er von saftigen Steaks, die sanft auf ihn herniederschweben. Köstlich Ruhe, Delikatesse. Alex! 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 Was? Doch seine Nachtruhe dauert nicht lange. Was gibt's denn, Merman? Okay, okay. Ich hab doch die Blasenentzündung und deshalb muss ich nachts alle 2 Stunden raus. Also bin ich aufgestanden, um Pipi zu machen. Und da bin ich so zu Martys Gehege rübergegangen, was ich ja gewöhnlich nie mache. Aber ich hab's trotzdem getan und deshalb hab ich rübergeschaut. Was, Merman? Was ist passiert? Es geht um Marty. Er ist weg. Weg? Oh! Was meinst du mit weg? Merman hat recht. Marty ist tatsächlich weg. Verschwunden. Getürmt. Abgehauen. Schockiert stehen Martys Freunde im leeren Zebragehege. Marty! 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 Das ist doch völlig unlogisch. Wo soll er sein? Nach Connecticut! Ach, niemals! Oh nein! Was wollen wir denn jetzt machen? Wir müssen, ich meine, was müssen wir denn eigentlich... Okay, wir müssen ihn suchen. Ihn suchen? Er ist verwirrt. Wir müssen ihn davon abhalten, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Vermutlich ist er jetzt da draußen, in der Kälte, ist durcheinander und einsam. Armes kleines Kerlchen. Alex täuscht sich. Marty fühlt sich pudelwohl. Er marschiert die Fifth Avenue hinunter und genießt das nächtliche Treiben. Natürlich werfen ihm die Menschen schräge Blicke zu. Ein Zebra auf der Straße? Naja, ungewöhnlich, aber nicht gefährlich. So marschiert Marty unbehelligt weiter. Er will zum Bahnhof, zur Grand Central Station. Genau wie Alex vermutet hat. Und genau dorthin wollen nun auch Martys Freunde. Kurz entschlossen rammt Gloria ein großes Loch in die Zoomauer. Merman, komm endlich! Wisst ihr, einer von uns sollte hier warten, falls er zurückkommt. Oh nein, nicht jetzt. Das ist eine Krisenintervention. Wir müssen alle zusammengehen. Wie kommen wir am schnellsten zur Grand Central Station? Natürlich mit der Metro. Widerwillig folgt die Giraffe den Freunden. Wann kommt denn nun der Zug? Ah, da kommt er schon. Aber so eine U-Bahn ist nicht für Giraffen gebaut. Merman ist einfach zu groß. Er weiß nicht, wohin mit Hals und Beinen. Und Alex ist eindeutig zu gefährlich. Wenigstens in den Augen der Fahrgäste. Fluchtartig verlassen alle die Metro und rennen um ihr Leben. Wir sind da! Als die drei ihr Ziel erreichen, bricht im Bahnhof Panik aus. Klar, ein Löwe, ein Flusspferd und eine Giraffe schlagen alle in die Flucht. Hey! Fast alle. Eine alte Dame geht zum Angriff über. Mit ihrer Einkaufstasche drischt sie unbarmherzig auf Alex ein. Jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein, Lady! Kopfschüttelnd befreit sich Alex von der streitsüchtigen Dame und macht sich auf die Suche nach Marty. Der betritt gerade den Hauptbahnhof. Grand Central Station. Sehr groß und sehr zentral. Plötzlich senkt sich ein Schatten über ihn und reißt ihn von den Hufen. Ich hab ihn! Alex umklammert Marty. Er hat
Marty! Schnell kommen ihm Maimon und Gloria zur Hilfe. Doch die Giraffe rutscht und landet mit dem Kopf in der Bahnhofsuhr. Alles okay, alles okay, alles bestens, Leute. Was habt ihr denn hier verloren? Oh, was bin ich froh, dich gefunden zu haben. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Keine Panik, mir geht's gut, seht mich an. Mir geht's bestens. Dir geht's bestens? Oh, es geht ihm bestens. Na, ist ja toll. Habt ihr das gehört? Es geht ihm bestens. Gut zu wissen. Ich hab mich nämlich Folgendes gefragt. Wie konntest du uns das antun, Marty? Ich dachte, wir wären Freunde. Was denn du für ein Aufstand? Ich wäre morgen früh wieder zurück. Mach sowas nie wieder. Hast du mich verstanden? Hast du ihn verstanden? Leute, uns läuft die Zeit davon. Oh, Melman, du hast die Uhr kaputt gemacht. Da stürmen Polizisten in den Bahnhof. Sie kreisen Marty und seine Freunde ein. Bei dieser Gelegenheit entdecken sie auch die Pinguine. Wir sind verpfiffen worden, Männer. Mit erhobenen Händen watscheln sie zu den anderen Zootieren. Süß und knuddelig, Männer. Süß und knuddelig. Das sind die Bullen. Guten Abend, Officers. Nein, nein, nein. Du sagst kein Wort, okay? Worte aneinander zu reihen und richtig rauszubringen, ist nicht deine Stärke. Du machst jetzt Alex grinst die Polizisten freundlich an. Hey, alles klar soweit? Wisst ihr was? Alles ist cool. Wir hatten nur ein kleines Problemchen hier. Leider verstehen die Menschen den Löwen nicht richtig. Oh, nein, nein, nein. Hey, alles cool. Ich bin's, Alex, der Löwe aus dem Zoo. Für sie hören sich seine Worte so an. Was ist denn bloß los mit denen? Statt Jubel und Bewunderung bekommt Alex einen Betäubungspfeil. Au! Au! Wow! Mir wird ja ganz, ganz komisch. Hey! Ich liebe euch, Leute. Ich liebe euch.